haben. Spinnen sind auch geil, aber die Hasen sind voll süß. Vielleicht gibt's die ja nochmal irgendwann im Laufe des Monats. Könnte ja noch kommen. Hm. Ich schalte mal für die Leute kurz Werbung, weil jetzt wieder 16 Minuten um sind. Oder 15, keine Ahnung. Mal gucken, wer alles Coca-Cola-Werbung kriegt und Durst kriegt, apropos Durst. Gott sei Dank habe ich mir noch eine zweite Flasche Wasser hier hingestellt, weil ich habe heute Durst wie verrückt, ich weiß auch nicht warum. Was ist das gute Wetter? Ist so warm draußen und so? Oh Gott, mir fällt auch ein, ich bin viel zu warm angezogen, das muss ich später noch ändern. Ich bin nicht nackt. Also ihr habt's gehört, bleibt dran. Ja, richtig. Kommt später noch ein Nackt-Stream. Ist da hinten auf der Plattform was? Nein. Nein, wir werden natürlich brav alle unsere Häschenunterwäsche anbehalten. Boah, Springpilze! Springpilze, die uns später noch sehr auf die Nerven gehen werden. Ach ja. Ja, die sind, vor allem die sind hier schon ätzend. Und hier will man uns nur beibringen, wie sie funktionieren. Ich hab den Baum ausgelassen. Hallo. Das war Skill, Mann. Ich glaube, wir sind besser geworden. Ich glaub, das war Skill. Über Nacht. Ja, im Schlaf. Ja, aber in 2 Stunden. Warte, knappe Kiste. Oh, ich will den da haben. Ja, ich hab ihn erwischt. Den krieg ich noch. Ah, ich hab ihn. Knapp. Aber geschafft. Jetzt mach hier hoch. Da oben gibt's zwar auch, glaube ich, nur einen, aber hey. Das ist, ja, oh. Und ich sag dir dann, wie schön es hier oben ist. Oh, ist das schön. Ja, hier. Ist das toll. Ich muss dann auch ganz ehrlich sagen, ich muss mal gerade meine F-Tasten-Sounds ausschalten, um ihnen das Interface auszublenden, damit ich mal einen Screenshot hier dann machen kann. So wie du oben bist, natürlich. Natürlich. Oh, die ich beeile mich auch ein bisschen. Ich hab dich durch die Luft fliegen sehen. So. Hui. Ach, sehr schön. Hui. Wann kommt Minecraft? Hey. Das ist doch Minecraft. Ich weiß gar nicht, was die Leute haben. Sieht man doch. Die Musik, hey. Block. Ach. Ich sehe dich immer ab und zu da so hochhüpfen. Das ist sehr schön. So, dann einmal hier Screenshot machen. Wunderbar. Kann ich meine F-Tasten-Sounds wieder einschalten? So. F-Tasten-Sounds. Giga-F-Tasten-Sounds übrigens für solche Sachen wie... Yeah! Wuhu! Man hat gerade tobende Menge gehört. Hui! 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 Batsch! Oh, ich um die machen so süße Geräusche. So, da ist jetzt eine böse, böse Schlange hier. Nee. Boah, die hat echt, man muss voll aufpassen, voll den niedrigen Cooldown. Batsch! Wir hatten ja festgestellt, dass hier hinter dem Wasserfall auch ein Secret ist, wenn man da eine Bombe reinwirft. Aber das ist ja fies, das sieht man ja überhaupt nicht. Nee, das sieht man gar nicht. Das war aber wirklich purer Zufall. Man hat sich so gedacht, das könnte ja vielleicht hier irgendwas sein. Das heißt, wir könnten auch ganz viele dadurch verpasst haben, dass sie gar nicht gekennzeichnet sind. Ja, wir können fatal viele Sachen verpasst haben, weil wir nicht wussten, wo wir was hinschmeißen müssen oder so. Naja, wir werden uns ja mal irgendwann eine Komplettlösung angucken, aber solange noch entdecken. Genau, oh, oh. Erstmal selber gucken. Der dunkle Wald. Mm. Ich hab Angst. Oh nein, wie Hänsel und Gretel Brotkrumen streuen. Hat das nicht Stahlhaut gestern gesagt? Ja, irgendwer war das. Boah, ich hab die Schlange one-hitted. Boah. Ich mach schon 100 Schaden. Boah. Nee, ich glaube 25 oder so machen wir maximal Schaden. Ich glaube, so gegen echte Mobs hätten wir echt ein Problem. Oh ja. Da hinten geht's wieder raus. Ich will aber alle Orbs finden. Die hier versteckt. Da kommen wir her, ne? Ja, da kommen wir her. Deswegen gucke ich ja gerade. Da drüben ist das Safe Point. Ich meinte, da wäre noch mehr... Ah, da ist noch ein Orb. Orbi, ja. Hui. Ah, ich kann auch nicht... Ja. Hab ich die Caps-Taste an? Nee. Ich wollte eigentlich winken, aber das kommt jetzt ein bisschen zu spät. Nee. So. I know, it's Guild Wars 2, but is this a mod? No, that isn't a modification. This is a super adventure box. Go to Ratasum and then look at Motto. Motto will tell you what you have to do to join the super adventure box. Also es ist wirklich Guild Wars 2 und es ist wie immer mal ein Event in Guild Wars 2, der viel Spielfreude verspricht. So wie wir das von Halloween und Weihnachten kennen. Ja, ich stelle mich hier schon mal hin. Ich habe noch eine Sphäre aufgesammelt, dann komme ich. Ach Junge, die glaube ich habe ich schon. Ich glaube, du warst ein bisschen gründlicher gerade. Hui! Wapp! Spinne! Und die tanzt sogar. Wow! Wow! Die hält auch ein bisschen mehr aus. Und ist ziemlich hardcore. Kann man die stunnen? Nee.
Aber sie hat gerade sich in die falsche treffen, Richtung. Dann geht das, glaube ich. Ja, ich habe die Range noch nicht so ganz. Was für eine Range hat die Peitsche, steht da nicht. Aber sie betäubt Gegner. Da hinten sind Fässer. Ganz viele Fässer. Oh, ich habe ein böses Häschen. Oh, ich habe ein böses Häschen ausgegraben. Notter Häschen. Boah. Alter. Das ist ein Erdhäschen. Du hast es gerade in deiner Pause gestört. Ach so. Okay, das tut mir leid, Erdhäschen. Wollen wir mal da hinten zu den Fässern gehen? Ich habe hier so ganz viele. Ich komme angelaufen. Da oben ist so eine Schräge. Ach so, da kann man auch wieder zurück in den Wald und kriegt diese Speedbuff-Fässer, oder? Ja. Speedbuff. Schlag die Spinne, ehe sie mich schlägt. Boah. Hast du den Skill gesehen? Auf jeden Fall. Vielleicht braucht man die auch irgendwo für, um irgendwo bestimmt in der Geschwindigkeit hochzukommen oder so, aber es... Muss man sie I do know, I do care. Butterhäschen down, genau. Ach, schon wieder so eine Spinni. Ich krieg die mir nie. Ja, ich verstehe auch nicht. Ich glaube, die kann man nicht stunnen. Die ist unstunnable. Hahaha. Ich guck mal gerade, ob da hinten irgendwas war. Gestern habe ich dann irgendwann, nachdem ich die Musik nicht mehr hören konnte, Banjo-Kazooie-Musik dazu gemacht, war auch schön. Nee, hier ist, glaube ich, nichts. Da ist, in den Baumstumpf müssen wir später rein. Da können wir jetzt noch nicht hin. Aber man kann sich hier schon mal umgucken. Aber hin kommt man noch nicht. Nein. Aber die ist süß wie Fenster drin, ne? Immerhin gibt es Fenster im Baumstumpf. Kennt man ja so von Baumstümpfen, so Fenster und so. Okay, dann gucken wir mal hier, dass wir das Äffchen da platt machen. Aber erst da reingucken, war da was? Oh ja. Bling. Machen wir erstmal die ganzen Gegner down hier. Hallo Spinne, Spinne, Spinne. Aua, hey. Brauchen auch noch Schlüssel, aber ich glaube, die kriegen wir von den Äffchen da oben. Achso, hier ging es ja weiter. Ja, oh, da ist so ein Mad Ape. Da ist so ein Mad Ape, Mann. Ah, hier waren auch Fässer drin. Ah, mit was zu essen, ja, okay. Falls man dann down geht. Ah, das ist die Dance-Spinne, Alter, was die für Moves macht vor die Michael Jackson-Spinne. Spinne, los! Ich glaube, wir machen auch irgendeinen Effekt. Ich habe gerade auf hier irgendwas wie Konfusion gesehen oder so. Der Stock macht Konfusionsschaden, wir werden im PvP gewinnen. Oh, da, Ape! Überraschungsangriff, lieber Ape. Oh, und hier will man uns schon auf etwas hinweisen, was im Spiel noch sehr nervig wird, nämlich bling, bling. Ja, die verschwinden. Aber das Wasser tut uns nichts. Noch nicht. Ist schon wieder so eine Disco-Spinne. Hat keine Chance gegen uns. Da drüben ist auch eine. Und dann kann man in den Shop reingehen. Ich glaube, da gibt es dann die Bomben. Wow. Mhm. Aber die ich mir natürlich noch lange nicht leisten kann. Ja, ich habe 150 habe ich jetzt. Dance Baby, Breakdance Spider. Okay, wie viel kosten die? 200 kostet die, okay. Da muss ich put all the things down. Ist auch ein wunderschönes Bild. Oh, von Motto. Ein Motto-Bild. Aber jetzt Käse drin, so ein Käse. Machen wir kaputt hier. Zerstörung, ja, Zerstörung. Zerstören. Kann ich kaputt machen. So, erstmal alles einsammeln hier auch. Ich hab gerade voll den Stunt nach hinten gemacht. Hui. Du kannst auch gleichzeitig springen und ausweichen. Dann springst du hoch und ausweichst aus in der Luft. Ist auch ein bisschen schwer. Tatsache, sieht lustig aus. Sehen wir dem armen Mann noch sein Bett weg? Oh. Ein Bett. Halt, Moment, hier, guck mal. Entschuldigung, war nicht so gemein. Nein, den Ladenbesitzer, den retten wir ja auch immer brav. Wir sind die bestesten Freunde. So, dann sparen wir halt jetzt noch ein bisschen. Ich brauche noch so knapp 40 Orbs. Die sollten wir eigentlich zusammenkriegen, ne? Sonst kann man ja hier auch nochmal das Gebiet zurücklaufen. Das war ja Gott sei Dank eins der Gebiete, in dem man bequem zurücklaufen. Naja, bequem ist ein anderes Wort, aber... Ich habe schon wieder so einen Affen gehört. Ist der da oben irgendwo? Ja, da oben sind die Affen. Da oben auf den Bäumen, da sind noch einige. Warte mal, holen wir uns den Safe Point hier, falls wir... Ah ja, ist eine gute Idee. Ne, weißt Bescheid. Ich brauche gar nicht hingehen. So. Nach oben ging es im Baumstumpf. Und hier nach oben kommen wir noch nicht. Da kommen wir ja vom anderen Gebiet erst hin. Langsam kenne ich die Map. Da oben steht noch so ein Ape. Nee, nehmen wir jetzt erstmal den Ape. Ist gar nichts. Da unten ist er. Hier oben ist auch noch ein Orb dann. Ja, ich bin daneben gesprungen. Hallo. Ja, ich komme. Pro Gamer und so.
Richtig. So, da haben wir es doch. Bling. Und jetzt hier lang. Bling, bling. Hüpf. Bling. Hüpf. Oh, Alter, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Oh, das war knapp. Da bist du gerade nochmal so entkommen, ne? Der Ape ist angry. Einen Schritt zur Seite. Put the Ape down, put the Ape down und die Monkey Doll. Boah, ich hab den Ape, gepuncht, echt mal. Nicht gut. Hopp, Vorsicht, ich will jetzt hier um die Ecke springen. Oh, nee, 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 nicht mit mir. Put the Ape down. Sehr schön. Ich guck mal erstmal, ob ich Schlüssel von denen kriege, ehe wir da reinspringen, weil ich glaube, da drin war doch die Schatztruhe, ne? Da drin war die Schatztruhe, genau. Machen wir also erst Schlüssel. Ich kann aber auch hier die Abkürzung aktivieren, ja, falls ich runterfallen soll. Oh, ich habe schon mal einen Schlüssel gefunden. Das ist doch schon mal was. Abkürzung finde ich immer gut. Bitch. Da kann man dann nämlich hochspringen. Ich sehe keinen Ape mehr, vielleicht finden wir noch einen. Aber ich habe schon mal einen Schlüssel immerhin. Aber eigentlich müssten wir... Hier oben, da hinten irgendwo noch? Ich habe keinen Ape mehr gesehen. Oh. Manchmal droppen die so viele und dann gar nichts. Doof. Kaufen ist immer so teuer. Müssen dann höchstens noch gucken, ob wir im anderen Gebiet einen finden. Was will mich denn hier raustappen? Nein, tipp mich nicht raus, blödes Programm, geh weg. Vielleicht finden wir da drin noch ein Äffchen? Nee, ne? Weiß ich nicht, sehen wir ich ja dann. Ich glaube nicht. Aber vielleicht ist in den Truhen noch irgendwas? Da sind ja auch noch so Sachen zum kaputt machen. Lagerfeuer inklusive. Mal das Zeug zerstören. Quatsch. Funktionieren halt eigentlich auch solche Sachen wie hinsetzen? Muss ich mal gucken. Z/sit. Ah, wie süß. Hier müssen wir die Asura sitzen. Kann ich das Ding abschlagen? Nee. Dafür muss ich das hier fallen lassen und dann quatsch. Halt. Huch. Ich habe das Ding weggebackt. Mal erstmal hinkriegen. Huch. War das gar nicht gemeint? Nein, lass den Schlüssel fallen. Und stirb, Vase! Ah, ich hab die Vase zerstört. Hier ist irgendwie nichts drin. Oh, haben wir ein Äffchen übersehen? Hui. Nicht, dass ich wüsste. Außer denen auf diesen Bäumen, aber da kommt man ja nicht ran. Ja, da kommen wir. Wow. Ich schlag mir die Fontanelle an. Aua. Hui. Jetzt hab ich mir die Karosserie verstaucht. Auch. Ich guck mal gerade, wo wir vielleicht noch einen Monkey übersehen haben. Mann, ich will ja nicht so sterben hier, die Monkey. Das kaufe ich uns einen, ist mir egal. Das lohnt sich, glaube ich, schon, weil es ist irgendwie dann so plus minus null. Und das ist ja bedeutet, aber du hast wenigstens noch ein Plus dann oder so. Für einen ist es plus minus null, aber für die anderen ist es halt wichtig. Ja, stimmt. Da sehe ich keinen Ape. Also wenn ich jetzt die gesamte Gruppe noch Schlüssel kaufen müsste, dann wäre es ja, schon doof. Ja, das würde sich dann nicht lohnen, hätte jeder plus minus null. Aber wenn es nur einer macht... Vielleicht gucken wir noch. Mal. Ist da drin noch einer? Hier sehe ich, da drüben sind zwei Äffchen, aber da kommen wir halt von hier aus noch nicht hin. Sonst müssen wir noch mal ins andere Gebiet wechseln, solange. Quatsch, weil ich habe ja auch noch nicht genügend Orbs. Dann gehen wir halt schon mal ins nächste Gebiet und von da aus dann hier wieder zurück. Ja, das ist... ein Plan. Das ist der Plan, Bob. Der Plan, Bob. Welcher Plan? Welcher Bob? Oh, Moment, hier oben ist noch ein Affe. Kriegt man den? Den kriegt man, oder? Überm Shop ist doch noch so ein Affe. Überm Shop? Orientierung? Hallo, wo bist Aua. Du? Aua! Oh, du kleiner Spack! Du kleiner... Aua! Oh, ich geh da nicht mehr hin. Aua, der hat mir wehgetan. Hier überm Shop ist noch einer. Ganz am Ende komm der Map. Komm mal vorbeigerannt. Hallo, ja, ich glaube schon... Ich pull den mal. Du kannst mal hochspringen. Ich pull den Affen. Hallo, ich will den pullen. Hallo, Affe. Geh auf mich. Der hat mir schon mal zwei Schaden gemacht. Die olle Sau. Die olle Ape da. Da kommt man hoch. Ja, da kommt man hoch. Wow, ich bin ausgewichen. Kannst du hochspringen. Kein Problem. Ich schlag ihn. Oh, nee. Oh. Und wieder runterfallen. Boah, der kleine Drecksaffe. Ich hatte ihn gestunt, aber der kam sofort wieder. Spring jetzt einfach so hoch. Stirb. Oh, kein Schlüssel. Dafür aber... Oh. So muss auch noch hier hoch. So ein doofer Affe. Schade, ich dachte, der wäre es jetzt gewesen. Mist. Na gut, dann gehen wir erstmal ins nächste Gebiet weiter. Da kommt man ja wieder hoch. Ja, kommt man wieder bequem hoch. Einfach hinlaufen. Hier rüber.
Und hier hat man schon den ersten Hardcore-Jumping-Quell. Ja. Mal wieder voll. Vor allem, wenn ich rolle.